Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen Angezockt, mit Unexplored. Und ich bin mal sehr gespannt drauf. Ich werde, wie gesagt, wie immer in der bestmöglichen Qualität hochladen. Also das Video-Bild-Mapping ist ziemlich weit oben. Ich werde es nicht rendern, ich mache kein Intro, kein Outro, ich lade rein Gameplay-Material, so wie ich es hier aufnehme, lade ich es hoch. Bei YouTube rendert es ja sowieso nochmal, damit ihr wirklich den bestmöglichen Eindruck davon bekommen könnt. Den Sound habe ich eben schon mal runtergestellt und ich habe hier keine Möglichkeit gefunden, irgendwas umzustellen in Deutsch. Ja, testen wir einfach mal. Wir starten jetzt mal hier ein Spiel. Ja, wäre natürlich auch gut, wenn man das hier in Deutsch hätte und wissen würde, was man hier macht. Ich lass mal Standard drin, ne? Lass mal Standard drin, mal gucken. Das lassen wir auch. Aber wir nennen den natürlich um. Wäre natürlich echt gut, wenn man das hier in Deutsch hätte. Ich komme auch gerade nicht runter zu Continue. Ah, jetzt ist aber Continue. Also eben bin ich nicht runter zu gekommen zu Continue. Ich weiß nicht, wo da das Problem war. Ganz toll. Natürlich alles in Englisch. Okay, hier kann man die Karte groß machen. Okay, also hier geht's nicht weiter. Eine deutsche Textbeschreibung hätte mir gefallen, dass man wenigstens weiß, was man machen soll.
Nu. Bis jetzt finde ich es ein bisschen langweilig. Die Draufsicht ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Steht nicht jeder drauf. Aber wir haben auch keinen Action-Knopf, also dass wir hier irgendwie mit dem Schwert schwingen können. Wir müssen uns drehen, damit wir Schaden machen. Also bis jetzt ist es nicht so meins. Oh.
Komisch. Also mein Fall ist es nicht. Nö. Nee. Also das reicht für angezockt, würde ich sagen. Also meins ist es nicht. Also da müsst ihr selber entscheiden, ob das was für euch ist. Aber diese Druffsicht, gut und schön,
aber man hat keinen Knopf zum Schlagen, man muss nur drehen und alle den Englisch und... Also für mein... müsst ihr für euch selber entscheiden, ob das was für euch ist. Mein Fall ist es definitiv nicht. Ich habe mir mehr drunter vorgestellt, Wikinger und... dass man selber irgendwie Axt machen kann, Schwert oder wenigstens in Deutsch, damit man weiß, was die von ihm wollen und so. Aber hier ist alles in Englisch und das im deutschen Store, nicht mal deutschen Untertitel oder irgendwas. Nicht mal das Menü in Deutsch oder irgendwas. Das finde ich sehr schade. Sehr, sehr schade. Also auf jeden Fall nicht mein Fall. Also kann es auch nicht empfehlen. Und müsst da selber entscheiden, ob das was für euch ist. Also. Ja, da würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen, weil es ist nicht meins. Es ist einfach nicht meins. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Müsst ihr halt, wie gesagt, selber entscheiden, ob das was für euch ist. Also empfehlen kann ich es definitiv nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Das hat euer Odin.